Ich bin Linda Fee, Schlagersängerin und liebe die Musik von ganzem Herzen. Sterne über Venedig, wir für immer und ewig. Die Zeit bleibt stehen, das geht niemals vorbei für uns zwei. Musik machen und singen bedeutet mir ehrlich gesagt alles. Und gerade an so einem Auftritt merkt man es einfach wieder umso mehr. Gerade in so einem Jahr, wo die Auftritte so rar geworden sind, habe ich wirklich extreme Sehnsucht danach verspürt, um auf die Bühne zu gehen, zum Singen, um für die Menschen etwas zu tun. Und es gibt einfach so viel Kraft, es gibt einem so viele Glücksmomente. Meine Hand nimmt meine Hand und du führst mich zu den Sternen hin, wo ich glücklich bin. Also ohne Publikum aufzutreten, will ich mich ehrlich gesagt nicht daran gewöhnen. Es ist schon nicht so lässig. Nicht gerade den 1:1 Publikumseffekt zu haben, der reagiert auf dich, der mal einen Lacher aufnimmt, der klatscht oder der dich mal anlacht oder ja, dir so eben die Emotionen wiedergibt auf die Bühne, die du dann kannst mit aufnehmen kannst. Adrenalin verwandeln und in den nächsten Song umsetzen. Das ist einfach das Magische am Ganzen. Und wenn das fehlt, dann fehlt extrem viel, ja. «Du kannst fliegen» ist der Titelsong von meinem zweiten Studioalbum. Wenn der Tag Geschichte ist, brennt bei dir noch lange Licht. Denn du willst um jeden Preis ganz hoch hinaus. Ein Song mit einer Mega-Message, die mir damals schon extrem wichtig war und heute zählt sie umso mehr. Mit «Du kannst fliegen» will ich wirklich jedem Zuhörer von diesem Song Mut und Kraft schenken, dass er an sich glaubt, dass er wieder aufsteht, auch in schwierigen Zeiten, dass eben eigentlich jeder kann fliegen. Kleiner Schritt, dann kannst du fliegen. Irgendwann nimmt der Wind dich einfach mit, dann kannst du fliegen. Bei diesem Song spiele ich jetzt zum allerersten Mal live Gitarre. Gitarre habe ich als Teenager schon gespielt, ein paar Jahre, und habe sie jetzt ganz lange im Estrich gehabt. Und jetzt nach über 20 Jahren habe ich gefunden, die Corona-Krise ist auch für etwas Gutes da. Ich hole die wieder oben runter. Ich will die Skills wieder verbessern, wieder vorholen. Und habe fleissig geübt in den letzten Wochen und Monaten und freue mich jetzt unheimlich, dass ich jetzt mit diesem Instrument schon ein erstes Mal auf die Bühne durfte. Niemals ich habe den Lockdown und die Corona-Krise wirklich mit gemischten Gefühlen durchlebt. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es kommt dann relativ schnell wieder im Sommer, Herbst, kann ich wieder auf die Bühne. Und wo dann der Sommer, Herbst gekommen ist und auch für das ganze zweite Halbjahr alles abgesagt worden ist, da wird einem dann erneut der Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich hatte wirklich auch traurige Momente gehabt, wo ich einfach mal einen Tag lang auch nur zu Hause war und brüllt habe, weil es mir einfach das Herz zerrissen hat, dass das, was ich 10 Jahre lang aufgebaut habe und das, was ich am allerliebsten mache, einfach von heute auf morgen nicht mehr da ist und nicht mehr möglich ist. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Kultur und Musik ist extrem wichtig für die Gesellschaft. Ich meine, ich bin ja auch ein Konsument von Musik. Ich bin zwar Künstlerin, aber ich konsumiere auch andere Künstler und brauche das auch extrem. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 Es löst einfach eine Emotion in einem aus. Es gibt einem Kraft. Man kann den Alltag mal für eine Stunde oder zwei vergessen. Bei all dem Negativen, was sonst passiert auf der Welt und den negativen Nachrichten, die wir die ganze Zeit uns anhören, ist das einfach für mich ein mega Abschalten, wenn ich Kultur oder Musik konsumiere. Und ich glaube, das ist genau das, was die Leute draußen eben auch brauchen. Aber einmal auch der Helle. Shine.